Einen weiteren wichtigen Zusammenhang möchte ich euch auch noch erzählen. Und zwar ist es ja, wenn man auf dem Weg ist, abzunehmen und Gewicht reduzieren möchte, das Wichtigste über allem stehend eine negative Energiebilanz. Also weniger Energie rein, als verbraucht wird. So, und um da halt nicht zu hungern und es ein bisschen leichter von Mahlzeit zu Mahlzeit zu schaffen und einfach vielleicht einfach auch ein besseres Gefühl im Körper, im Bauch zu haben, dafür ist zum Beispiel auch das Eiweiß verantwortlich. Das Eiweiß hat eine längere Verweildauer und dementsprechend fühlt man sich länger satt. Ich möchte das mal folgendermaßen erklären. Ihr müsst euch vorstellen, das Essen kommt hier rein, über die Speiseröhre kommt es in den Magen und dann in den Darm. Das ist jetzt ein bisschen weiter unten. So, und dieser Darm kann so etwa 30 Gramm Eiweiß pro Stunde aufnehmen. Okay? Ich versuche es ganz einfach auszudrücken. So, jetzt ist Folgendes. Wenn unser Darm die 30 Gramm pro Stunde aufnehmen kann, dann bildet sich, wenn ihr mehr Eiweiß esst, sag ich mal, ein kleiner Stau in eurem Darm. So, und dieser Stau heißt jetzt nicht Verstopfung oder sowas, sondern es heißt Stau und der Rest des Speisebreis, ja, der bleibt ein bisschen weiter oben hängen, sprich im Magen, und dementsprechend fühlt man sich ein bisschen voller, länger satt. Dann kommen wir zu ein paar praktischen Empfehlungen. Solange keine Nierenschäden vorhanden sind, sollte man unter dem Aspekt Muskulatur aufbauen oder auch Gewichtsreduktion oder vor allem auch da sich an eine Menge von Eiweiß rantasten, das 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist. Also bei einem 80 Kilo Mann wären das 80 mal 2, 160 Gramm Eiweiß pro Tag. Bei einer 50 Kilo Dame 100 Gramm Eiweiß am Tag. Und das am besten verteilt auf mehrere Mahlzeiten. Ganz konkrete Beispiele sind dafür 100 Gramm Rindfleisch, 100 Gramm Hühnchenfleisch, haben beides ungefähr 20 Gramm Eiweiß. So, dann würde ich sagen, fassen wir den Quatsch von heute noch einmal zusammen. Wir haben heute festgestellt, es gibt mehrere Hauptbestandteile unserer Nahrung. Wir haben uns heute als erstes Hauptbestandteil das Protein rausgezogen. Naja, und dieses Protein, haben wir gesagt, hat mehrere Aufgaben. Natürlich nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch den Muskelerhalt und das Immunsystem, Hormone und Enzyme werden daraus gebildet. Und auch der Begriff Aminosäuren ist heute gefallen. Die waren relativ wichtig, weil wir damit gesagt haben, wir brauchen Eiweiße aus vielen Quellen, also aus vielen verschiedenen Quellen, um die einzelnen Bausteine, also die Aminosäuren zu haben, um daraus schöne große Proteine zu basteln. Naja, und wir haben uns damit beschäftigt, was das Eiweiß für einen Einfluss auf die Körpergewichtsreduktion hat. Es hat eine super sättigende Wirkung, das hatten wir gesagt. Und zu aller guter Letzt hatte ich euch ein paar Ratschläge gegeben. 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für Männlein, Weiblein zum Abnehmen, zum Aufbauen, zum Abbauen überhaupt. Ja, an dieser Stelle war das jetzt kurz und bündig zusammengefasst und das war's schon wieder. Wir sehen uns die Woche bestimmt nochmal und bis dann mehr Ernährungsquatsch von schon bald. Bleibt am Ball. Ciao, ciao. Okidoki.